Die Siedler sind recht lustig heut. Das will ich zeigen euch, liebe Leute. Ja, so muss er klingen. Ja, das ist schon gut. Der schwarze nichts, ganz hervorragend. Am Anfang der Woche werden die Brotwaschbuden und das Zelt aufgestellt. Viel fleißige Hellersiedler packen mit an und schon steht das Zelt. Am ersten Tag wird das Brot gebacken. Der Tag wird in einer Bäckerei hergestellt und in Schanzen, wie man sich in den Backofen eingeschossen. Das will gelernt sein. Unser Vorstand ist Bäckermeister. Das ist zwar ein Schwob, doch was er macht, das hat schon sein Ort. Da kommen wir ganz schön schwitzen. Ein Seidler Bier, das wäre jetzt recht. Okay. Und da haben wir noch einen Tisch her. Jetzt haben wir noch einen Tisch hergestellt und von da aus. Da her und von da aus tun wir es. Kommen wir Scheiben rein oder wie machen wir das? Wenn wir es dann abstreichen. Dann haben wir es abstreichen und das Mehl. Ganz hervorragend. Einer schöner wie der andere. Da kann man wieder bloß sagen, dass unser Gustav wieder hervorragend geheizt hat. Das ist immer das Wichtige dabei. Dass der Ofen richtige Hitze hat, dann kann man solche Brote drin backen. Gut, 2 Stunden müssen wir jetzt wohl warten. Da wird gewarft und wird gerät, solange das Brot im Ofen bäckt. Das muss man machen, das ist richtig. Ja, da sind manche schon dabei, wo es war, noch ein bisschen in Erinnerung haben, wie es funktioniert, aber nicht so 100%. Jetzt kommen die Brotlab raus. Ahne, schöner wieder Ahne. Vom Schützenfest. Der Gustav hat was zu meckern, welchem Gewürz, aber da ist schon noch genug drauf. Mehr ein bisschen Fachmann. Dann schmeckt es einfach besser. Das ganze Gewürz tut er mit drauf. Nee. Ja, schau mal, alles gut. Ja. Also wenn wir gut schieben, bringen wir 40 rein, aber mehr wird nicht. Keine 36, 37. Ja. Die so einen großen Ofen gehabt hätten, wo sie so viel Bagger hätte können. Sein ganzer Stolz liegt vor ihm ausgebrannt. Gut sind sie heuer gelungen, Mahnde. Und ist zufrieden mit seiner Arbeit. Die sind wunderbar von unten. Ganz hervorragend. Oh, sehr schön. Ganz voll. Jetzt kommt die Glut vom vorher wieder rein. Und zwar, damit wir. Jetzt wird der Ofen noch mal angeschirrt, dass die Ribbler und die Haxen, die wir später anbieten, schön knusprig werden. Nein, ist ja schon einige Jahre alt. Ist auch schon einige Jahre alt. Ja, die ich bin auf meinen Buden habe. Was schon meine Rennspinner in der Schuppen. Unser Kreisvorsitzender Siddich hat uns als Erster besucht. Der muss das gerochen haben, dass schon angezapft ist. Mit Live-Musik vor die Oberfrankenrebellen wird der Freitagabend einstimuliert. Da sieht man, zu was unser Backofen noch gut sein kann. Zum Haxen und Ribbler verkaufen. Jetzt schwört er seine Mannschaft noch einmal ein, denn wenn das Gedränge angeht, muss alles klappen. Die freiwilligen Helfer kommen überall sein und die Stimmung wird immer besser.
Der Samstagnachmittag fängt mit Kinderspielen an. Da sieht man unser Land, wie sie mit Eifer dabei sein. So wird's gemacht. Und da seht ihr, was für Kraft in mir steckt. Jetzt möchte ich doch noch einen Preis. Ja, wenn der nicht drinnen bleibt. Einmal muss es ja klappen. Die Größen und Büchsen schießen, das will er wahr gelernt sein. Und wie man sieht, sind sie mit Eifer dabei. Warte, wenn ich drauf komme, da wird er sehen, wie die Hölzler fallen. Die paar Hölzler, die haben wir gleich umgehauen. Brotwurst gibt's, die werden schmecken. Wenn man dabei drauf kommt, da läuft dann ja das Wasser in der Goschen zusammen. Der Sonntag beginnt um 9:30 Uhr mit dem Zeltgottesdienst. Auf geht's zum Backofen-Gottesdienst in der Hellas. In die Hellas eingeladen, danken also der Hellas auch für ihre Gastfreundschaft. Wir waren sehr gespannt, wird es die Gemeinde annehmen, wird vielleicht doch mancher dann vor der verschlossenen Kirchentür drüben stehen. Nachdem wir andächtig waren, lassen wir unser Festler mit einem zünftigen Frühschoppen mittagrum ausklingen. Das war mal ein Film über unser Backofenfest, das wir schon über 20 Jahre mit unseren Siedlerfamilien feiern.